Auf sie warten die bekannten vier Hüte, die ich immer wieder einmal in Erinnerung bringen muss, bei der Verabschiedung ihres Vorgängers, ihrer Vorgängerin und eben jetzt auch noch mal bei Ihnen. Pfarrerin hier in der Stiftskirche, Geschäftsführung in der Gesamtkirchengemeinde, die Leitung und Verantwortung im Kirchenbezirk und Kirchenleitung vor Ort. Letzteres wird oft vergessen und übersehen. Viel Neues wartet auf Sie, obwohl Sie als Dekanin in Ditzingen viel Erfahrung gesammelt haben und wissen, wie das ist mit den Hüten. Aber es kommt einer Jonglage gleich, was im Amt einer Dekanin alles zu leisten ist. Es ist eben Kunst. Und ja, es ist mir bewusst, es ist in manchen auch eine Kunst. Im Jonglieren, das muss ich zugeben, bin ich gar nicht gut. Aber ich hoffe, dass ich wenigstens im übertragenen Sinn nicht allzu oft die Bälle so zu Boden fallen lasse, dass etwas dabei zu Bruch geht. Ja, ich habe wahrgenommen, es muss zumindest auch möglich sein, dieser Kunst hier irgendwie gerecht zu werden. Die Aufgaben und die Verantwortlichkeiten sind klug aufgeteilt. Ich finde ein gut bestelltes Haus vor. Dank Marie-Louise Klingel-Latzer, meiner Vorgängerin. Und auch dank all denen, die in der Makaturzeit für die Fortführung gesorgt haben. Und nun will ich in meinem Teil dazu beitragen und daran mitgestalten, dass wir hier im Kirchenbezirk und in den Kirchengemeinden in allem Wechsel und Wandel bei unserem Auftrag bleiben können, das Evangelium weiterzugeben in Wort und Tat und Tönen. Dass wir diesen Auftrag nach besten Kräften wahrnehmen können, öffentlich erkennbar und so, dass Menschen, die Hilfe und Rat suchen, sie auch finden können. Seid getrost, fürchtet euch nicht.
Welch eine Freiheit. Allem zum Trotz, was als so gewichtige Hürden vor Augen liegt. Was für eine unerhörte Gewissheit, die festhält, was sein soll, was sein wird. Auch wenn es noch längst nicht Sache ist. Die Sehnsucht nicht beschwichtigen und nicht kleinreden, sondern ihr Recht, ihr drängendes und dringendes Recht gelten lassen. Hören und sagen und auch darauf beharren dürfen, was alles uns fehlt. Wahrhaftig, das ist adventliches Aufschauen und Ausschau halten. Ja, Hoffnung, auch die überschießende Hoffnung wird wahr, vor aller Augen und Ohren, da und dort und hier auch. Die mit ihm auf dem Wege sind, werden es erfahren. Gott kommt. Ja, er kommt zur Welt. Er kommt ganz und gar, um sie nach seiner Verheißung zu erneuern. Von dieser adventlichen Hoffnung leben, von dieser adventlichen Hoffnung singen und sagen wir. Herzlichen Dank sagen für alle.